Ich wollte euch ja noch zeigen, was ich zum Geburtstag bekommen habe von meiner Jüngsten. Und zwar, das hole ich mal als erstes raus. Eigentlich hatte ich das schon an die Wand gehängt, nämlich in meiner neuen Diele. Aber zum Zeigen habe ich es jetzt nochmal abgenommen. So, das ist nämlich einmal das hier. Mega schön. Und erst habe ich gedacht, oh nein, wo tue ich das denn jetzt hin? Das passt doch jetzt gar nicht in mein neues Konzept, ne? Wenn ich die Wohnung renoviere. Aber ich habe das dann mal genommen, bin damit in die Diele gegangen und habe den perfekten Platz gefunden. Ich hänge das gleich mal auf und dann blende ich das auch hier ein. Hier irgendwo werde ich dann einfügen. Ich glaube, hier. So. Ich mache jetzt mal weiter, da schiebe ich mal ein Stück nach oben. Es wackelt ein bisschen, weil ich das alles Freehand mache. Also ich habe das in der Hand. So, ne? Ich greife noch mal rein. Da ist ein Schlüsselanhänger. Ist das süß? Ist das süß? Ja, das hat schon Tradition, ne? Also sie schenkt mir immer an Geburtstagen oder Muttertag, aber meistens an Geburtstagen solche tollen Sachen. Und ich freue mich da immer wieder aufs Neue. Und was auch Tradition hat, ist, dass ich hier regelmäßig versorgt werde mit neuen Lieblingstassen. Ne? Jetzt guckt mal die hier. Meine andere beste Mama-Tasse habe ich auch noch. Und beste Oma der Welt habe ich auch. Und jetzt habe ich wieder eine neue beste Mama bekommen. Ach, ist das schön. Daraus werde ich mir jetzt gleich einen Kaffee machen. Also daraus werde ich gleich einen Kaffee trinken. Zeige ich euch auch hier. Und hole ich das letzte Teilchen hier raus. Das ist dieses. Ja, da habe ich jetzt gerade ein Problem mit. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Obwohl, eigentlich könnte ich das auch in die Diele hinpacken, ne? Ist ja schön. Ja, ich muss mal gucken, ob ich hier die Kleberückstände abkriege. Ich habe schon alles versucht, sogar ein Babytuch. Selbst das Babytuch wollte da das nicht wegmachen. Und nein, ich kaufe jetzt kein WD-40 oder so dafür, ne? Nicht für das kleine bisschen. Das muss auch so gehen. Vielleicht mit ein bisschen Spüliwasser. Ja, auf jeden Fall. Super schön, ne? Und ich habe mich riesig gefreut. Ja. Und ich kann euch mal zeigen, was sie mir dazu noch bei Facebook geschrieben hat. Ja, da hatte ich direkt mal Pipi in den Augen.